Hallo Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du drauf geklickt hast. Heute wird's pink bei mir. Bargeld AD ist das Motto, aber was genau? Das schauen wir uns mal an hier. Unsere Payconic App funktioniert ganz einfach. Du nimmst die Payconic App, scannt einen QR-Code, mit welcher in jeder Laden ist, und sagt dann, welches Betrag du überweisen möchtest. Einfach bezahlen, bestätigen mit Fingerprint und fertig. Hallo, nutzt du schon Bezahl-Apps? Nee, aber seit heute habe ich sie auf meinem Handy. Ist doch cool, oder? Also auf jeden Fall, wenn man kein Bargeld-Fan ist, wie ich, habe ich in Berlin Bargeld. Und wenn man in Berlin wohnt, dann nehmen die auch nicht überall in SIM-Karten. Ich weiß nicht genau, wie das in Berlin ist, aber ihr könnt jetzt mal alle ausprobieren. In der Türkenstraße ist ja eigentlich fast jedes Restaurant hier ein bisschen bezahlbar sein. Ich finde es auch eine super Sache, gerade wenn du schnell unterwegs bist, die gar nicht kann. Coole Sache. Mal gucken, wie die Realität aussieht. Ich bin sehr gespannt. Wir testen sie einfach mal. Ich muss jetzt erstmal mir die App hier runterladen. Also erstmal in den App Store gehen. So sieht die App runtergeladen aus. Also erstmal registrieren. Du musst Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben. Dann die Straße und die Hausnummer. Dann noch die Handynummer. Dann bekommst du eine SMS, wo du die App bestätigen musst. Dann wirst du gefragt, wer die Bank ist. Dann gibst du die IBAN ein und die App läuft. Fertig. Das war ein Einblick in Payconic, die neue App, die jetzt in Deutschland endlich verfügbar ist. Und ich muss zugeben, ich finde das ein Hammer. Ich habe vor ungefähr einem Jahr mal gesehen, dass es in China schon vollkommen normal ist, dass selbst Straßenmusiker so einen QR-Code haben, wo man sozusagen anstatt Münzen hineinwirft, über den QR-Code dann bezahlt. Gerade mit Kreditkarte oder mit EC-Karte ist es oft so, dass in kleineren Städten man ja wirklich nichts bezahlen kann, erst ab einer gewissen Summe. Und das finde ich richtig, richtig toll, dass man jetzt mit einer App einfach QR-Codes scannen, Betrag eingeben und bezahlt. Fertig. Endlich ist man das ganze Kleingeld los. Ganz ehrlich, wer will das schon? Und was auch gut ist, man hat erstmal ein Limit drauf, das heißt, ich glaube 150 Euro. Das heißt, es kann auch nicht irgendwas damit Schindluder getrieben werden, weil du siehst natürlich auch sofort, was alles rausgeht. Und aufgrund der Maximalsumme ist man auch ein bisschen auf Sicherheit. Ich finde es eine coole Sache. Ich verlinke es euch unten mal in die Infobox. Schaut mal vorbei, schaut euch die App mal an. Ich finde es eine tolle Innovation und ich hoffe, ihr seid mit dabei, ihr wisst. Denn so ein System funktioniert nur, wenn alle auch mitmachen und wir wollen doch alle innovativ sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.